Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist der 1.1.2018 um 5:59 Uhr. Ich habe gerade meinen Stream, meinen 12-Stunden-Stream, Stream beendet. Habe gestern 18 Uhr angefangen, jetzt bis 6 Uhr, also fast 6 Uhr gespielt und bin ein wenig platt und werde mich schon sehr bald ins Bett begeben. Vielleicht noch Zähne putzen, noch ein bisschen bei 6 of 10 im Stream gucken, wie es da weitergeht. Die zocken auch schon die ganze Zeit, die Irren. Und dann ein bisschen schlafen. Heute Abend um 18 Uhr muss ich wieder fit sein für einen Elite Dangerous Stream. Und ich denke mal, so bis 14, 15 Uhr werde ich bestimmt pennen. Wir gucken mal. Mein Schlafrhythmus wird da ein wenig drunter leiden. Aber ja, so ist das nun mal. Ja, und der gute Sparrow hat mich auf den Gedanken gebracht, jetzt doch meinen täglichen Vlog einfach direkt nach dem Stream zu machen. Und dann, ja, pennen zu gehen. Also, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Jahreswechsel, habt schönen Silvester mit euren liebsten Freunden, Bekannten, Familie, wie auch immer gefeiert, wurdet nicht von irgendwelchen Feuerwerkskörpern erwischt, könnt euch noch ein bisschen daran erinnern, was heute eigentlich passiert ist und seid nicht allzu besoffen. ja, und habt ein erfolgreiches und gesundes und schönes Jahr 2018. Ja, das soll es jetzt, glaube ich, auch erstmal von mir gewesen sein. Man mag vielleicht hier und da merken, dass ich ein bisschen durch bin, aber 12 Stunden zocken war echt viel. 24 Stunden werde ich nicht schaffen, so viel ist schon mal klar. Aber 12 Stunden waren okay. Hat Spaß gemacht. Waren noch ein paar Leute dabei. Vor 12 Uhr waren es eine Menge. Danach waren immer noch ein paar der harte Kernmuschel, der Sparrow und dann später auch noch der Six. Six of Ten nicht, der hat ja selber gestreamt, aber hier der Maxoka war da. Und wen habe ich hier noch gelesen jetzt zum Schluss? Scroll, scroll, scroll. Funky Man und naja, noch ein paar andere. Ne? Also dann, wie gesagt, schlaft jetzt erstmal schön oder steht gleich auf. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Großteil von uns wird wirklich relativ spät ins Bett gehen und den Vormittag verpennen. Und das werde ich jetzt auch. Also dann bis später bei YouTube und oder Twitch. Und ansonsten bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Tschüss.